Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario 64 Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir ein bisschen im Rage-Mode den Tempel hinter uns gebracht. Fast! Denn jetzt kommt noch der Endboss-Kampf und ich bin gespannt. Gehe hier schon mal ein Buhu. Der geht da rein. Muss ich da jetzt was reinwerfen oder was? Kommt der da wieder raus irgendwo? Hä? Warte, warte, warte. Ich will mal was probieren. Oh Gott, es funktioniert tatsächlich. Okay, und jetzt hier? Müssen wir da hoch oder was? Ah, da ist er. Kollege, Kollege. Kollege. Natürlich wäre ich jetzt noch getroffen, aber... Okay. Also wir müssen jetzt einfach jedes Mal folgen in die Bilder oder was? Okay, okay, er geht schon wieder in das Bild. Okay, dann würde ich sagen, 1, 2, 3 und rein da. Nur diese Feuerdinger gehen mir ein bisschen auf die Nerven. Komm her, los. Ich hab... Oh, das ist ein Treffer. Der zählt. So, zweiter Treffer, wahrscheinlich dreimal, ne? Und er fliegt direkt da rein, okay. 1, 2, 3. So, letzte Chance. Nicht zu sterben. Hallo? Treffer. Und jetzt? Haben wir es geschafft. Haha, guck mal an, das ging ja doch eigentlich recht flott jetzt. Interessante Geschichte, muss ich sagen. Aber Schwierigkeitsgrad wieder jetzt nicht so extrem, muss ich sagen. Da fand ich jetzt bis jetzt, der erste war recht einfach. Muss man einfach sagen, der erste war recht einfach. Der zweite war jetzt ein bisschen schwerer, fand ich auf jeden Fall. Autsch. Das hat ein bisschen wehgetan. Der zweite fand ich bis jetzt am schwersten wegen dem Timing, wo man rechtzeitig natürlich die Bombe treffen musste. Der dritte Boss war jetzt auch nicht unbedingt der schwerste, weil einem klar war, man muss so eine Mega-Stampfattacke ausführen. Ja. Der war jetzt auch nicht unbedingt so mega schwer, muss ich sagen. So, holen wir uns jetzt mal ein paar Münzen. Dann haben wir den Waldschrein auch schon hinter uns gebracht. Und ich würde sagen, wir müssen dann jetzt weiter rein. Theoretisch müssen wir... Lass mich denken. Zum Feuertempel, ne? Deswegen müssen wir hier erstmal raus und dann wieder zum Todesberg zurück. Okay. Das sollte man ja eigentlich hinbekommen. Da geht mir nicht auf die Nerven. Er hat mich und wirft mich einfach irgendwie. Hallo, Hilfe! Let me go, let me go, let me go. Da, 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 da. Hallo, ich war da oben. Ich möchte den oberen Weg. So. Da. Warte, warte, warte. So, jetzt. Hoppa. Da, 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 la, la, läuft wie geschmiert, Mann. Läuft wie geschmiert. Läuft wie geschmiert. So, und jetzt hier rüber und... Oh, heilige... Hilfe. So, danke. Yeah! Ging ja gar nicht schwer. Also, war ja voll einfach. So, jetzt bin ich hier wieder raus. So. Geilo. Geilo, Mann. Die Frage ist, können wir mit Cappy... Also, ich nenne jetzt einfach mal Cappy... auch Sterne einsammeln. Und seit wann sind hier Goombas? Hä? Goombas und... Geister? Seit wann? Denn bitte... Okay. So, die Frage ist, können wir mit dem... Ja, ich müsste es mal ausprobieren, ne? Das würde mich mal interessieren. Ob ich da oben zufällig dann diesen Stern einsammeln kann. Ein bisschen höher, ne? Vielleicht noch ein bisschen weiter vor. Ich will nur gucken, ob das funktioniert, ganz ehrlich gesagt. Zack. Ja, immer noch nicht hoch genug. Gehen noch ein bisschen höher. Unsere Mütze ist weg. Ah, da kommt's wieder. Okay, also einsammeln kann ich den jetzt nicht direkt. Schade. Wäre jetzt eigentlich verdammt lustig gewesen. Und ich frage mich immer noch, was mit diesen Vogelscheuchen, was es damit auf sich hat. Kann ich da mein Cappy draufwerfen eventuell? Das muss ich jetzt mal ausprobieren.
Ich will endlich wissen, was es mit den Dingern auf sich hat. Ob das irgendwas bringt, wenn ich dem jetzt meinen Cappy aufsetze. Hui. Aha! Oh, wir haben dann nur eine gewisse Zeit. Auch oh, nur so ein scheiß Parcours zu lösen. Ach du Scheiße, okay. Kacke! Ja! Wow! Okay, das heißt, wir haben jetzt mit Cappy die Möglichkeit, die ganzen Vogelscheuchen zu aktivieren und uns so Sterne zu krallen. Okay, das ist schon mal eine geile Idee. Gefällt mir sehr gut. Ich hab's mir so gedacht, dass es irgendwas mit Cappy zu tun haben kann. Aber dass es jetzt wirklich so funktioniert, hätte ich so nicht gedacht. So, deswegen weiter geht's. So, wir müssen jetzt rein theoretisch ja zum Todesberg, ne? Wir haben jetzt mittlerweile 24 Sterne. Die erste Belohnung wartet demnächst auf uns, glaube ich. 30, glaube ich, war die erste Marke, die wir bei den in dem Haus von dem Geist abgeben müssen. Hier wäre nochmal eine Vogelscheuche. Die Frage ist, wo müssen wir dann hin? Probieren geht über studieren, ne? Noch ein Stern wäre nicht schlecht. So. Alle. Okay, wie ist das jetzt geplant? Oh, scheiße. Jo. Jo. Ei, gucke an. Funktioniert auch einwandfrei. So haben wir Nummer 25 im Sack. Geilo. Geil. Was zum Henker machst denn du hier? Okay. So, da haben wir jetzt zwei Sterne immerhin nochmal gekrallt. Sag ich jetzt mal nichts dagegen. Und natürlich zum Todesberg. Das ist jetzt unsere nächste Anlaufstelle. Oh, sind die Häschen alle weg, oder was? Okay, Hyrule wurde ja von Ganon übernommen jetzt. Bowser. Keine Ahnung, wer dann letztendlich unser Endboss sein wird. Es wäre möglich, dass es Ganon ist. Oder Bowser. Bin gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach direkt auf zum Todesberg. Ich möchte ein bisschen die Story natürlich weiter durchnudeln. Ich würde sagen, gegen Ende werden wir uns auch so ein bisschen, wenn wir mehr Moves noch haben, wenn wir noch mehr Abilities gesammelt haben, können wir uns ein bisschen natürlich auf die Nebenquests konzentrieren. Bloß am Anfang jetzt zum Beispiel habe ich jetzt haben wir ja gemerkt, wir können das Cappy benutzen für die Vogelscheuchen. Was vorher ja nicht so klar war. Deswegen können wir jetzt die ganzen Vogelscheuchen machen, die ganzen Sterne da. Vielleicht kommt demnächst auch eine Ability, wo andere Sachen wiederum funktionieren. Was war das eigentlich nochmal? So, das war einfach bloß so. Gut, juppa. Gehen wir wieder hoch zum Todesberg und dann in den Krater natürlich hinein. Ich bin echt gespannt. Wobei, wir haben ja auch die Kanonen freigeschaltet, wo ich mich frage, haben wir das gemacht? Ich glaube ja, ne? Wo wir den Stern eingesammelt haben. Mein Problem ist, dass wir einfach wieder viel zu wenig Leben haben, eigentlich. Woho, woho, woho. Erstmal hier weg. So, ein bisschen einsammeln hier. Wah! Wah! Wah, wah, hi, hu, hi, 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 hi. Hi, Fisch. Hallo. Hui! Alter. Bin ich jetzt so blöd, ist hier zu blöd, oder was? So. Juhu! So, wah. So, du stirbst. Wah, genau, da ging's hoch. Und da ging's da hoch. Und wir sind oben. So, die Kanone ist jetzt sogar ganz, okay. Haben wir das schon gemacht gehabt? Ja, der Stern ist weg. Frage, sollen wir mit der Kanone noch irgendwas anderes machen? Das ist jetzt so die Frage. An sich glaube ich jetzt nicht, dass wir da hoch müssen. Wir müssen wahrscheinlich jetzt in den Krater rein und ich bin gespannt. So, jetzt sind wir schon mal im Todesberg wieder drin. Aber ich bin jetzt letztes Mal ja nicht groß drauf eingegangen, weil es einfach unnötig war. Hier sind Bullies. Ja, auch nicht schlecht, ein paar Bullies hier zu haben. So, ich setz erstmal gucken, wie ich jetzt... Ja, ich springe jetzt einfach. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Boah, scheiße. Oh, das war mal knapp. Aber es hat geklappt. So. Bullies lasse ich mich jetzt mal nicht von aufhalten. Zack, du stirbst. Da unten kommen wir da mit Cappy rein. Ne? Das habe ich verstanden. So, wow. Wie ist das geplant? Hier können wir jetzt erstmal natürlich auch rein. Würde ich auch uns empfehlen.
Let's go. Ah ja, da kommen wir wieder nach. Genau. Das wusste ich gar nicht mehr. So, jetzt sind wir wieder hier. Die Frage ist, wie ist das hier jetzt geplant? Das Ding treffen? Nein, 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 nein. Natürlich einfach nur rüberspringen. Das Ding ist da, um wieder zurückzukommen wahrscheinlich. So, okay, das passt. Hier haben wir ein bisschen... Okay, hier drüben ist jetzt nichts Relevantes. Okay, ich gucke mich natürlich. Das muss jetzt einfach sein. Zum Großteil eigentlich mal um. Ich habe so die Vermutung, dass da hinten natürlich... kaputte Kanone ist. Okay. Die kaputte Kanone wird uns nicht weiterbringen. Deswegen würde ich sagen... Ach Gott. Ob ich mich wirklich freuen soll auf den Dungeon? Weiß ich nicht so ganz. So teilweise würde ich... Autsch. Mann, ich bin zu blöd, die Dinger da zu töten. So. Teilweise freuen, teilweise nicht wahrscheinlich. So, zack, Nummer 1. Zack, Nummer 2. Würde ich sagen... auf geht's Richtung nächster Dungeon. Natürlich, sowas muss man natürlich jetzt auch machen. Zack, gut. Ich sehe natürlich wegen der Kamera wieder gerade gar nichts. Das ist natürlich ein bisschen blöde gerade. So. Gut. Sind wir im nächsten Dungeon. Ich bin gespannt. Feuer ist nicht mein Element. Also im wahren Leben eigentlich schon. Bloß bei Spielen bin ich nicht so der Feuertyp. Was ist das? Also das kann man sich da reinstellen. Wapen oder irgendwas? Nee, nein, kann man nicht. Hier müssen wir einen Schalter betätigen. Ich sage erstmal in die Richtung. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Ah ja. Interessant. Da drüben ist zu. Die Frage ist, können wir da drüben aufmachen? Ja oder nein? Müssen wir uns mal angucken. So. So. Wow, genau so war das geplant. Genau so ist das geplant, dass ich jetzt einfach hier am besten sterbe. Meine Güte, wir sind am Anfang vom Dungeon. Kacke. Den ganzen Weg nochmal. Wir sind ja Game Over gegangen. Gut, nee, dann würde ich jetzt einfach sagen, Part beenden werde ich natürlich nicht. Aber wir gucken uns ein bisschen nach Nebenquests um. Jetzt haben wir die Möglichkeit gerade, weil ich verkackt habe, deswegen Nebenquests gucken, machen, tun. Wir haben noch 8 Minuten, da können wir ein bisschen Nebenquests machen. Und im nächsten Part werde ich einfach direkt im Schrein den Part starten. Im Feuerschrein, beziehungsweise Feuertempel, je nachdem wie man den nennen möchte. Weil ich möchte mich natürlich auch ein bisschen umgucken noch hier hinten, wo das Schloss mal war. Was daraus jetzt wurde. Beziehungsweise ob mich hier irgendwas Interessantes noch erwartet. Hier haben wir natürlich das Schloss. Wo wir so ist, natürlich noch nicht hinkommen. Da wird wahrscheinlich, wenn wir alle Powersterne haben, hier die Regenbogenbrücke erscheinen. Da oben ist ein. Da oben gibt es einen Stern. Den hätte ich natürlich eigentlich schon gerne. Und hier hinten müsste eigentlich meines Wissens doch eine Feenquelle sein, ne? Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Damm? Nein, bin ich nicht. Perfekt, Feenquelle. Sehr nice. Bringt uns Stern Nummer 26. Mit dem Stern geht es langsam ein bisschen voran. Gucken, gerne in Castle. So. Hier kann ich mich dann rein theoretisch doch eigentlich auch direkt zum Todeskrater hochbringen, ne? Okay, hier komme ich schon mal nicht hoch. Aber ich würde ja eigentlich gerne da hoch, weil dieser eine Stern würde mich ja schon interessieren. Wie komme ich da am besten hin? Muss ich da irgendwie außenrum? Muss ich da irgendwie einen Schalter betätigen? Hier komme ich absolut nothing hoch. Okay. Whoppa. Und die nächste Frage natürlich, was bringt dieser Schalter? Wird er letztendlich irgendwas aktivieren, dass wir da hoch können? Wobei, müsste ich doch eigentlich so hochkommen, oder? Mit ein bisschen Geschick. So schon mal überhaupt nicht. Okay. Na, das bringt irgendwie gar nichts. Die Frage ist, kann ich da einfach hochrennen? Nein, alles so rutschig. Habe ich die Vermutung, dass dieser Schalter irgendwas damit zu tun haben könnte. Gucken wir uns mal, drehen wir uns gleich mal um. Ja, hat er auch. Oh, scheiße.
Natürlich sowas, was ich mir jetzt nichts Schöneres wünschen kann. Wenn das sich heben würde. Nee, 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 komm, lass mal. Lass mal, lass mal, lass mal. Das lassen wir jetzt einfach mal. Das bringt ja nichts. So, hier haben wir einfach nur Lava, ne? Ich würde ja gerne da runterspringen, aber nee, ich lasse es besser mal. Ich lasse es besser mal. So ein Self-Kill muss es nicht sein. So. Gucken wir es ein bisschen weiter um, würde ich sagen. Gerudo-technisch brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Der folgt demnächst. Nach dem Feuertempel natürlich der Wassertempel. Nach dem Wassertempel geht es wahrscheinlich zu den Gerudos weiter. Glaube ich. Ich bin mir mit der Reihenfolge nicht mehr so sicher. Dam, dam, dam. So. Na, 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 na. Und ich würde gerne wissen, ob man jetzt sowas wie Epona oder sowas bekommen kann. Das ist... Das wäre natürlich für mich wichtig zu wissen. Gibt es Epona? Also gibt es Yoshpona? Yoshpona. So, den Stein da hinten. Können wir den kaputt machen? Es gibt so viel zu entdecken, der scheiß Map. Echt. Das ist natürlich die Frage, können wir diesen Stein zerstören? Können wir diesen Stein nicht zerstören mit unserer ultimativen geilen Stampfattacke? Doch können wir. Und wir finden noch eine Feenquelle und somit unseren 27. Stern. Danke. So, haben wir Bob Mountain, Bob Crater, Hyrule Field. Okay. Die möchte ich natürlich auch noch alle irgendwie finden. Aber das ist schon mal geil. Können wir uns eigentlich noch mal ein bisschen weiter umgucken eigentlich, ne? Die Frage ist am Hyliasee, was da momentan abgeht. Der dürfte ja trockengelegt sein, glaube ich. Ist alles viel zu interessant. Ist viel zu interessant, sich alles anzugucken hier. Das ist das Negativ. Da oben ist genauso nochmal ein Stein. Natürlich, was ist dieser Stein? Das möchte ich natürlich auch wissen. So, wir sind hochgecheatet, scheiß drauf. Ein Stern! Guck mal an, so schnell kommen wir weiter, dass wir Richtung 30 Sterne kommen. Dann sehen wir diesen Part einfach mal als Sterne-Sammel-Part an. So, ouch. So, weiter geht's. Jetzt haben wir schon mal einige Sterne gesammelt. Ich glaube 1, 2, 3, 4, 5. 5 Sterne jetzt in dem Part bis jetzt. Hallo, ich möchte eigentlich mit dir mitfahren, aber danke. Ja, die Frage ist da hinten. Da hinten so rot. Einfach nur ein Baumstamm oder ist mit den Baumstämmen irgendwas geplant? Achso, das waren die Kettenhunde, ne? Kann ich die freilassen, die Leute? Habe ich das nicht schon mal probiert, ob die Kettenhunde freizuholen sind? Ah ne, bringt ja gar nichts. Der geht ja nicht mal runter. Weil das sind alles Kettenhunde. Okay. Okay, 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 okay. Ich muss mir das einfach alles nochmal genauer angucken. Das ist viel zu interessant. Hier haben wir Bob-Oms, die wir mitnehmen können, aber da ist ein Schild. Warte. Please do not feed the chain chomps, especially if it is with bombs. They feed an old balanced diet. Aha, okay, man soll sie mit Bomben füttern. Man soll sie mit Bomben füttern. Okay, das gibt wahrscheinlich auch einen Stern. Höchstwahrscheinlich, aber jetzt möchte ich erstmal zum Hyrule See. Zum Hylia See. Vielleicht gibt es auch nochmal ein, zwei Sterne zu holen. Muss ich mir einfach mal angucken. So. Ich bin viel zu interessiert an dem Spiel. Das merke ich richtig. So. Hyliasee. Frage ist, gab es da auch noch eine Feenquelle? Weil hier gibt es nochmal diesen... die Vogelscheuche. Wäre natürlich... Oh, da hinten ist auch nochmal ein Stern, ne? Und da schwimmen mittlerweile Haie drin? Okay. Hätte ich ja so nicht gedacht. So, okay. Bam. Ins Wasser. Oh, das ist doch nicht dein Scheiß ernst, oder? Ich soll ins Wasser. Hier rein. Hol dir, hol dir. Nein, er ist weg. Und ein Hai hat auch einen Stern an der Angel. Die Frage ist, machen die mir arg weh? Scheiße. Oh, okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Ist keine gute Idee. Ist keine gute Idee. Den Stern holen wir uns dann auch demnächst nochmal. Das Haus war ja inaktiv, ne? Das habe ich so im Kopf, ne? Da konnte man ja nicht irgendwie rein, ne? Genau. Viel zu interessant, sich alles anzugucken. Das ist so schlimm.
Was war nochmal damit? Damit kann ich aufs Haus rauf wahrscheinlich, ne? Hoppa! Fast! Und ich merke eigentlich, dass die Zeit schon wieder um ist. Ich merke, dass eigentlich die Zeit schon wieder um ist, aber ich muss es da noch aufs Haus drauf. Oh Gott, das funktioniert tatsächlich. Was ist da geplant? Warte, wir können... Das Ding ist auch wieder verschieben. Okay, was bringt es mir aber? Wahrscheinlich, um da hochzukommen, ne? Und hier kann man Schalter aktivieren für... Oh Gott, einen Wandsprung zu machen. Oh, Kacke. Ah. Den letzten... Ich habe den letzten versaut, das war so klar. Und ich versau alle. Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Mache ich dann im nächsten Part vielleicht. Wobei, im nächsten Part werden wir eher im Krater hängen. Und ja, die Nebenquests dann demnächst wieder anfangen. Weil hier weiß ich, wo ich einen Stern rankomme. Hier weiß ich, wo ich an einen Stern rankomme. Der Hai hat noch einen Stern am Arschwand. Und ja. Von dem her, wenn euch der Part gefallen hat, geht doch gerne einen Daumen nach oben. Eine konstruktive Kritik in die Kommentare und die Glocke drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Von dem her, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Ciao, Leute. Bye.